Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut zu einer heutigen Predigt begrüßen, die von der Church of the Eternal God, der Kirche des ewigen Gottes, produziert wird. Und ich möchte heute ein Thema behandeln, das uns alle angeht, das uns alle konfrontiert. Ich möchte behaupten, dass es niemanden gibt, der nicht von Zeit zu Zeit dieses Problem, was ich heute ansprechen möchte, erfahren hat. Und zwar geht es mir heute um zwischenmenschliche Beziehungen und darum, wie man diese verbessern, aber auch wie man diese verschlechtern kann. Und ich möchte einige Aspekte ansprechen, die durchaus eine Einwirkung haben, einen Einfluss haben auf, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Und es mag Sie vielleicht ein wenig überraschen, dass dieses Thema von einer Warte aus betrachtet werden wird, die Sie möglicherweise nicht unbedingt immer so vor Augen haben. Wenn wir uns im 2. Timotheus Kapitel 3 eine Stelle anschauen, die von Paulus niedergeschrieben wurde, werden wir vielleicht überrascht sein, dass Paulus die Endzeit in sehr drastischer Weise beschreibt. Die Endzeit, die eine Zeit beschreibt, die kurz vor der Wiederkunft Christi stehen wird. Und wir von der Kirche des ewigen Gottes glauben, dass die Wiederkunft Christi nahe herbeigekommen ist. In 2. Timotheus 3, angefangen in Vers 1, lesen wir Folgendes. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Meinen Sie nicht auch, meine Damen und Herren, dass dies eine ziemlich akkurate Beschreibung der heutigen Menschheit ist, egal in welcher Zivilisation, in welcher Gesellschaft wir auch leben mögen? Paulus sagt insbesondere hier in den Versen 2 und 3, dass die Menschen viel von sich halten werden, dass sie prahlerisch sein werden, hochmütig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch und, worauf ich heute im Besonderen eingehen möchte, undankbar. Nun, die Eigenschaft der Undankbarkeit ist nicht nur auf die Menschen der Endzeit beschränkt. Offensichtlich hat es die immer schon gegeben. Paulus schreibt selbst von der Undankbarkeit der Menschen zu seiner Zeit. In Römer Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Römer Kapitel 1 und Vers 21. Er spricht hier von den Gelehrten seiner Zeit, den griechischen Gelehrten, den Philosophen. Und was schreibt er von denen? Römer 1 und Vers 21. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also die Weisen, die Philosophen zur Zeit des Paulus haben Gott nicht gedankt, nicht Gott dafür gedankt, was Gott getan hat, sondern sie haben sich anderen Dingen zugewandt, aber sie wussten von Gott, sie hatten eine gewisse Ahnung von Gott, wie das auch die meisten Menschen heute haben. Aber sind wir heute Gott gegenüber dankbar? Oder klagen wir Gott an, wenn gewisse Dinge in unserem Leben, in der Welt geschehen, die wir uns nicht erklären können? Es scheint, wenn man den Worten des Paulus glauben will, dass die Undankbarkeit bei den Menschen zunehmen wird, bis sie kurz vor der Wiederkunft Christi einen solchen Grad erreicht haben wird, der beispiellos sein wird in der Geschichte. Nun will ich heute nicht unbedingt über Undankbarkeit als solcher sprechen, sondern darüber, wie wir uns gegenüber undankbaren Menschen verhalten sollen. Vergessen wir nicht, die Zeit wird kommen, wenn wir der Bibel glauben wollen, wenn die Liebe in vielen erkalten wird, wenn sich die Menschen untereinander hassen werden, wenn sie wahre Christen verfolgen werden, wenn sie wahre Christen den Gerichten überantworten werden. Menschen, die vielleicht von wahren Christen viel Gutes, viele Wohltaten erfahren haben. Und Christus sagt uns, dass sich das sogar auf Familienangehörige beziehen kann. Er spricht davon, dass die Schwiegermutter die Schwiegertochter hassen wird und umgekehrt.
dass die Kinder sich gegen die Eltern empören werden. Und es ist das Paradoxe an der Geschichte, dass vielleicht Fremde vielfach mehr Dankbarkeit für angewiesene und zugewiesene Wohltaten empfinden können, wie unsere eigenen Verwandten und Ehepartner. In seinem Buch Licht der Höhen, das ich hier vor mir liegen habe, schreibt Karl May einmal Folgendes: Wer die Güte anderer für selbstverständlich hält, wird nie recht dankbar sein können. Wer die Güte anderer für selbstverständlich hält, wird nie recht dankbar sein können. Nehmen wir einmal an, wir haben einem Menschen einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht haben wir ihn für mehrere Wochen oder Monate bei uns aufgenommen, ihm Gastfreundschaft erwiesen. Vielleicht haben wir ihm bei der Steuererklärung geholfen, bei der Gartenarbeit, haben seine Kinder betreut. Und dann finden wir als Dank Verfolgung. Wir stellen fest, dass der Nachbar, der Freund, der Verwandte, der Ehepartner entweder gar keinen Dank ausspricht oder sogar negative Aussagen über unsere Hilfe von sich gibt. Sagen Sie nicht, dass es Ihnen noch nicht passiert. Ich glaube bestimmt, dass es Ihnen passiert ist. Uns ist es mit Sicherheit passiert. Aber wie reagieren wir auf solcherlei Dank? Sagen wir nach, die können lange warten, bis wir denen nochmal helfen. Bevor die nochmal Hilfe von uns erhalten, die können dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst sozusagen, für mich sind die gestorben. Glauben Sie nicht und sagen Sie nicht, dass das noch niemals Ihre Reaktion gewesen ist. Ich kenne viele, die sich auf solche Weise verhalten haben und die jetzt keinerlei Kontakt mehr haben mit ihren Freunden, ihren Nachbarn, ihren ehemaligen Ehepartnern, ihren Verwandten. Darüber werde ich nachher noch sprechen müssen. Denn das ist nicht die Haltung, die wir in einer solchen Situation einnehmen sollten. Machen wir uns Folgendes klar. Gott gebietet uns, ein Leben der Hilfsbereitschaft zu führen. Und wie wir sehen werden, gibt es da keine Ausnahmen. In der Schule haben Sie sicherlich Friedrich von Schillers Wilhelm Tell gelesen. Ich habe da eine Reklamausgabe von vielen, vielen Jahren. Und da schreibt der Friedrich von Schiller Folgendes: Dem Nächsten muss man helfen. Es kann uns allen gleiches Jahr begegnen. Das ist eine Lebensweisheit. Dem Nächsten muss man helfen. Es kann uns allen gleiches Jahr begegnen. Und die Bibel hat das schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren zum Ausdruck gebracht. Gehen wir einmal in das Buch der Sprüche hinein, im Alten Testament. Und schauen wir uns Sprüche Kapitel 3 an und Vers 27. Sprüche Kapitel 3 und Vers 27. Da lesen wir: Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. In Kapitel 21 in den Sprüchen und in Vers 26 wird Folgendes ausgesagt: Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Also hier wird der Gerechte mit jemandem identifiziert, der gibt, der Gutes tut, der sich seinem Mitmenschen nicht entzieht. Das ist nicht nur eine Lehre des Alten Testamentes, die finden wir auch im Neuen Testament bestätigt, in 2. Thessaloniker Kapitel 3. 2. Thessaloniker Kapitel 3 und in Vers 13. Und hier wird auch der Gedanke zum Ausdruck gebracht, dass es nicht unbedingt immer einfach ist, dies zu tun. 2. Thessaloniker 3 und Vers 13. Ihr aber, liebe Brüder, lasst es euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Also manchmal kann das verdrießlich erscheinen, wenn man einem Empfänger Gutes tun will, der aber scheinbar diese gute Tat nicht verdient oder sie mit Undank belohnt. Aber Paulus sagt, lasst es euch nicht verdrießen. In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir in den Versen 16 und 17: Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wir lasen ja von dem Gerechten, der gibt. Vers 17. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir sollen ja, wie uns Christus sich sagt, vollkommen werden. Und hier sehen wir einen Aspekt der Vollkommenheit,
dass wir in Gerechtigkeit gute Taten tun. Zu dieser unserer Hilfsbereitschaft gehört dann auch, sogar unseren Feinden zu helfen und ihnen Gutes zu tun. Also inklusive auch jene, die ihre Undankbarkeit uns gegenüber vielleicht durch Verfolgung oder Verleumdung zum Ausdruck bringen. Also sehen Sie auch hier, diese Tatsache der Undankbarkeit rechtfertigt nicht unsere Verleugnung, wenn wir gute Taten tun sollen. In Lukas Kapitel 6 wird das deutlich zum Ausdruck gebracht. Lukas Kapitel 6, die Verse 27 und 28. Und wie wir noch sehen werden, hat dieses Prinzip sehr viel damit zu tun, wie wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen mit anderen verbessern können. Lukas Kapitel 6, die Verse 27 und 28. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, also nicht jeder würde den Worten Christi zuhören. Nicht jeder würde den Worten Christi Glauben schenken. Und Christus spricht die auch gar nicht an. Aber er spricht uns an, die wir zuhören. Und er sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Kann man Stellen wie diese lesen und dann Kriegführung rechtfertigen? Kann man wirklich glauben, dass es im Sinne Gottes ist, dass wir heute in den Krieg ziehen und unsere Feinde durch Waffengewalt vernichten, wenn Christus uns sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen denen wohltun, die uns hassen? In Römer Kapitel 12 wird dieser Gedanke fortgeführt. Römer Kapitel 12, angefangen in Vers 17. Schauen Sie, das ist das direkte Gegenteil von dem, wie heute die meisten Menschen leben. Römer Kapitel 12, Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Vers 19. Rächet euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wir werden nachher noch darauf eingehen, was das bedeutet. Hier lesen wir und wollen festhalten, dass wir sogar unseren Feinden Gutes tun sollen. Und damit natürlich sind auch jene gemeint, die uns gegenüber undankbar sind. Wir sollen uns sogar darüber freuen, sagt uns Christus, sagen uns die Apostel, wenn unsere Gerechtigkeit, wozu wir gesehen haben, das Verbringen guter Taten zählt, von allen Menschen in Undankbarkeit oder Verfolgung ausartet. Das ist schwer zu verstehen, wenn man nicht den Grund begreift, warum uns Gott sagt, dass wir gute Taten tun sollen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 5 einmal an. Eine Stelle der Bergpredigt, die uns Christus nahe bringt. Matthäus Kapitel 5, angefangen in Vers 10. Selig sind, man könnte auch übersetzen, glücklich sind, gesegnet sind, die um der Gerechtigkeit willen, und damit zählt ja auch das Verbringen guter Taten, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denen also Undank entgegengebracht wird für ihre guten Taten. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen, um das, was Christus uns sagt, schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. In 1. Petrus Kapitel 3 finden wir eine Weiterführung dieses Gedankens. 1. Petrus Kapitel 3 und angefangen in Vers 13. Wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, so seid ihr doch glücklich.
Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiliget aber dem Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Mit anderen Worten, was hier gesagt wird, ist, dass wir weiterhin gute Taten tun sollen, selbst wenn dies nicht zu Lob, zu Anerkennung, zu Dank führt. Und ein Grund dafür besteht darin, dass uns Gott gebietet, mit allen Menschen in Frieden zu leben, soweit es an uns liegt. Nun, das ist etwas, was die meisten Menschen heute nicht tun wollen. Die wollen keineswegs mit anderen in Frieden leben, wenn sie meinen, von denen in irgendeiner Form verletzt worden zu sein. Und wenn uns anderen Menschen gegenüber Undank zeigen, Verfolgung zeigen, Verleumdung entgegenbringen, dann haben wir oft das Verlangen, und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir dies zugeben, mit gleicher Münze heimzuzahlen, denen mal richtig die Leviten zu lesen. Da fragen wir uns, würde das zum Frieden führen? Wie ich sagte, viele haben seit Jahren keinerlei Kontakt mehr miteinander, weil sie durch irgendeine Verletzung, wie sie ihnen zugeführt worden ist, die Auffassung vertreten haben, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir Vers 9. Matthäus Kapitel 5 und in Vers 9. Auch wiederum ein Gebot Christi, das sich in der Bergpredigt befindet. Matthäus 5 und Vers 9. Selig sind, glücklich sind, gesegnet sind, die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Anmerkung sagt hier, dass die Wortwahl friedfertig auch mit Friedensstifter übersetzt werden kann. Mit anderen Worten, glücklich sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und das gleiche finden wir in Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und in Vers 18. Römer Kapitel 12 und Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Schauen Sie, mit allen Menschen. Es wird hier keine Ausnahme gestattet. So viel es an euch liegt. Wiederum wollen wir ein Zitat von Wilhelm Tell anführen, wo Friedrich Schiller sagt, ein jeder lebe still bei sich daheim, dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Wenn sie streitsüchtig sind, dann gewährt man ihnen natürlich den Frieden nicht so gern. Aber auch dann gibt es natürlich eine Ausnahme und so sagt Tell auch Folgendes, es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und deswegen heißt es auch in Römer 12 und Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Aber das ist die Motivation, das ist die Voraussetzung, die hier angesprochen wird. In 1. Petrus Kapitel 3 lesen wir in Vers 11. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Meinen Sie nicht auch, dass in Ihrer Ehe, in Ihren Beziehungen zu anderen Menschen, dies zu enormem Nutzen führen würde, wenn wir uns alle bemühen würden, dem Frieden nachzujagen, ihn zu suchen, herauszufinden, wie man eine friedliche Beziehung aufbauen und erhalten kann, anstelle, dass man sich sofort darauf konzentriert, Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 12 an. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 14. Hebräer Kapitel 12 und Vers 14. Jaget dem Frieden nach mit jedermann. Jaget dem Frieden nach mit jedermann. Nicht dem Krieg, nicht dem Streit, nicht dem Zank, nicht dem Zwist, sondern jaget dem Frieden nach, aber auch nicht nur mit unseren Freunden, mit denen, die uns wohltun, mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann finden wir noch eine weitere Aufforderung im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 3 und in Vers 18.
Die Frucht der Gerechtigkeit aber, und wir hatten ja bereits von Gerechtigkeit gelesen und davon, dass der Gerechte gibt, dass der gute Taten tut. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Also auch hier wiederum das Gleiche, was uns Christus gesagt hatte. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und was ist dann die Konsequenz? Wenn wir wirklich so leben, wenn wir wirklich uns darauf konzentrieren, Frieden zu stiften, dem Frieden nachzujagen, Frieden zu suchen, was ist die Konsequenz? Sprüche Kapitel 16. Schauen Sie, dies ist ein Versprechen Gottes. Die meisten haben dieses Versprechen noch nie in Angriff genommen, sie haben es noch nie erlebt, weil sie eben die Voraussetzung dieses Versprechens nicht erfüllt haben. Die Voraussetzung ist natürlich die, den Frieden zu suchen, den Frieden zu stiften. Sprüche Kapitel 16 und Vers 7. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Eine ganz andere Philosophie wird hier ausgedrückt als die, die Feinde im Krieg zu besiegen. Dadurch werden die Feinde nicht unbedingt Frieden mit uns machen, jedenfalls keinen dauernden, anhaltenden Frieden. Wie ich sagte, wenn Menschen uns gegenüber undankbar sind, dann wollen wir sie oft wegen ihrer Undankbarkeit zur Rede stellen. Wir mögen uns dafür sogar berechtigt halten, dies rechtfertigen wollen, indem wir sagen, wir müssen denen einmal klar machen, wie ungerecht sie sich verhalten gegenüber uns. Aber würde dies helfen, wenn man sich das richtig betrachtet, Frieden zu stiften? Wenn dadurch noch mehr Ärger entsteht, dann ist es besser zu schweigen. Die Bibel sagt ja, man soll dem Tore nicht seiner Torheit gemäß antworten. Es geht nicht darum, den Streit fortzusetzen, es geht nicht darum, den Streit anzufangen, es geht darum, den Streit zu schlichten oder aber zunächst einmal gar keinen Streit zu erzeugen. Da gehört natürlich auch Weisheit dazu, um zu erkennen, wie man sich in solchen Situationen verhalten soll. Und Gott sagt uns auch, dass wenn uns es in uns an Weisheit gebricht, wenn uns Weisheit mangelt, dann kann man Gott im Glauben darum bitten, uns Weisheit zu geben. In einem Buch, das Dr. Franz Alt vor einigen Jahren geschrieben hat, mit dem Titel Liebe ist möglich, wird Folgendes ausgedrückt. Die Sprache wäre erträglicher, bekömmlicher und kürzer, wenn man sich drei Fragen stellen würde, bevor man redet. Ist es wahr? Ist es notwendig? Ist es gütig? In anderen Worten, bevor man redet, bevor man antwortet, sollte man sich die Fragen stellen, ist es zunächst einmal wahr, was ich sagen will? Ist es notwendig, dass ich das sage, was ich sagen will? Und ist es auch gütig? Drückt es Güte aus oder führt es nur zu weiterem Streit? Dr. Franz Alt hat auch ein weiteres Buch geschrieben, Frieden ist möglich. Und in diesem Buch stellt er folgende Beobachtung an. Er sagt, die Vernichtung beginnt mit Worten. Die Vernichtung jeglicher Beziehung. Im Kleinen eine zwischenmenschliche Beziehung oder im Großen bezüglich einer Beziehung zwischen verschiedenen Nationen. Die beginnt ja nicht mit Taten, die beginnt mit Worten. Und die Bibel macht das deutlich. Gehen wir zurück zu dem Buch der Sprüche und lesen wir einmal ein paar Stellen. In Sprüche 10, angefangen in Vers 19. Sprüche 10, angefangen in Vers 19. Das sind jetzt Aufforderungen, die wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten, sozusagen. Denn die zeigen uns, die helfen uns, Frieden zu stiften, Frieden zu bewahren oder auch Krieg, Streit, Zwist zu beginnen. Sprüche 10, Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Vers 21. Des gerechten Lippen erquicken viele. Aber die Toren, die mit ihrer Torheit heraussprudeln sozusagen, die werden an ihrer Torheit sterben. In Kapitel 12 im Buch der Sprüche lesen wir Vers 6. Sprüche 12 und Vers 6. Der gottlosen Reden richten Blutvergießen an. Schauen Sie, Vernichtung beginnt mit Worten. Aber das Resultat der falschen Rede ist Blutvergießen, ist Krieg. Und jeder Krieg beginnt ja mit der Propaganda von Worten.
Der gottlosen Reden richten Blutvergießen an, aber die Frommen errettet ihr Mund. Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Auch hier wiederum denken wir daran, dass man sich überlegen sollte, wie man sprechen will, bevor man es tut. Denn wenn man unbedacht herausfährt mit Worten, kann dies mit einem Schwertstich verglichen werden, der natürlich sehr viel Unheil anrichtet. In Kapitel 13 und Vers 3 lesen wir: Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Mund herausfährt, über den kommt Verderben. Nicht nur Verderben für andere, sondern auch Verderben für sich selbst, weil ja die Beziehung, die man mit anderen hat, dadurch natürlich zerstört werden kann. In Kapitel 15 lesen wir in Vers 1: Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Auch hier wieder werden zwei Lebensweisen beschrieben, wie man gegenüber anderen sich verhalten kann, mit seiner Zunge, mit seinen Worten. Kapitel 17 und Vers 14, Sprüche 17 und Vers 14. Wer Streit anfängt, der gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Wie viel Unheil könnte verhindert werden, wenn man sich nur an dieses Prinzip halten würde? Lass ab vom Streit, bevor er losbricht. Wenn man sich im Streit befindet, dann gibt ein Wort das andere und dann kommt man am Schluss dazu, wie es hier auch beschrieben wird, dass es zu einem Dammbruch kommt und das Wasser, das dann über den Damm hinaus sich verbreitet oder durch den Damm hinaus stößt, wird viel Unheil anrichten. In Kapitel 20 und Vers 3 lesen wir im Buch der Sprüche, Sprüche 20 und Vers 3: Eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fern zu bleiben. Na, das hört sich nicht so an, wie wir das heute gerne sehen möchten. Heute könnte man das so lesen: Eine Ehre ist es dem Mann, den Streit zu beginnen oder am Streit teilzuhaben, am Krieg teilzuhaben, seiner patriotischen Pflicht nachzugehen, für sein Land zu kämpfen. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Es heißt hier: Eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fern zu bleiben. Aber die gerne streiten, sind allzumal Toren. Denken wir darüber nach. Und das sollte sich auch auf unsere zwischenmenschliche individuelle Beziehung beziehen. Wir sollten uns klar machen, dass wir Toren sind in den Augen Gottes, wenn wir gerne streiten wollen. In Kapitel 29, Sprüche 29 und Vers 9 lesen wir: Wenn ein Weiser mit einem Toten rechtet, so tobt der oder lacht, aber es gibt keine Ruhe. Ein Weiser sollte von daher nicht mit einem Toren rechten. Wenn sich jemand als Toren identifiziert hat, dann ist es besser, den alleine zu lassen. Denn es wird niemals zu einer gütlichen Einigung dann kommen. Im Neuen Testament werden alle diese Dinge bestätigt in Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und Vers 6. Kolosser Kapitel 4 und in Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Also nicht nur freundlich und unerheblich, aber freundlich und mit Salz gewürzt. Man soll schon die Wahrheit beim Namen nennen, aber auf freundliche Weise. Dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Also denken wir daran, wir sollen schon Antwort geben, wenn wir gefragt werden über das, was wir glauben, über das, was wir tun. Aber wir sollen es auf freundliche Weise tun, aber mit Salz gewürzt. In 1. Petrus 3 und Vers 9 wird uns wiederum klar gesagt, wie wir leben sollen und wie dies zu Frieden und einer guten Beziehung führen kann. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Na, das ist ja schwer zu tun manchmal, wenn einer uns schilt, dann wollen wir dem natürlich dann auch die gleiche Münze heimzahlen. Aber Petrus sagt uns hier: Tut das nicht. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Segnet eure Feinde, haben wir ja gelesen. Segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Also mit anderen Worten, auch die segnen, die uns ihren Undank vor Augen führen.
Wie gesagt, es gibt keinerlei Rechtfertigung, Undankbaren gegenüber Hilfe, die sie nötig haben, zu versagen. Im Jakobusbrief, lesen wir im ersten Kapitel und in Vers 19, Jakobus 1 und Vers 19. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und dann führt er fort zu sagen, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Langsam zum Zorn. Wiederum auf ein Zitat des Buches In lichte Höhen von Karl May zurückgreifend, möchte ich Folgendes anführen. Er schreibt hier, das Leben bringt Wolken genug. Schaff dir nicht selber noch Wolken dazu. Sie enthalten den Blitzstoff, den du nicht beherrschen kannst. In anderen Worten, wenn wir nicht langsam zum Zorn sind, sondern schnell zum Zorn, uns insoweit also diese Wolken herbeirufen, dann kommt es dazu, dass wir dann vor einer Situation stehen, die wir nicht mehr beherrschen können. Gott gebietet uns, zum Beispiel nicht nur denen zu helfen, die uns danken, sondern auch denen, die uns nicht danken. Warum? Nun schauen wir uns die Stelle in Lukas Kapitel 6 an. Die erklärt uns dies. Lukas Kapitel 6, angefangen mit Vers 32. Lukas Kapitel 6, angefangen in Vers 32. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr, Vers 35, liebt eure Feinde. Tut Gutes und leiht, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Schauen Sie, wir sollen so werden, wie Gott ist. Christus sagt uns hier, ihr sollt vollkommen werden, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Teil der Vollkommenheit wird hier beschrieben. Gottes Vollkommenheit besteht darin, dass er gütig ist gegenüber Undankbaren und Bösen. Und so sollen wir auch diese gleiche Vollkommenheit erlangen. Zunächst ist auch da auszuführen, dass wir nicht gute Dinge tun sollen, um dann Dank und Lohn von den Menschen zu erhalten. Das darf nicht unsere Motivation sein. Wir sollen nicht darauf bedacht sein, von den Menschen Lohn zu erhalten, von denen Lob, Anerkennung, Dank, sondern wir sollen uns darauf konzentrieren, das zu tun, was richtig ist, um von Gott belohnt zu werden. Selbstverständlich als Christen müssen wir denen danken, die uns Gutes tun. Ich meine, das steht ohne Zweifel fest, aber darum geht es mir ja heute nicht. Es geht mir darum, zu behandeln, wie wir uns als Christen verhalten sollen gegenüber denen, die uns nicht Gutes tun. Erinnern wir uns, Undank ist der Welt ein Lohn. Es geht nicht darum, von der Welt, von den Menschen Dank zu erhalten oder Lohn, sondern von Gott. So erwarten wir keinen Lohn von den Menschen. Wenn wir ihn erhalten, gut. Aber handeln wir nicht, weil wir ihn erhalten wollen. Und hören wir nicht auf, Gutes zu tun, selbst wenn wir ihn nicht von denen erhalten. In Epheser Kapitel 6 finden wir die folgende Ermahnung, angefangen in Vers 7. Epheser Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Schauen Sie, das muss unsere Motivation sein. Wir tun es Gott gegenüber, weil wir Gott gehorsam sein wollen. Denn ihr wisst, Vers 8, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Sklave oder frei. Mit anderen Worten, es kommt nicht darauf an, in welchem Status man heute sich hier auf dieser Welt befindet. Jeder, der Gutes tut, wird seinen Lohn von Gott erhalten. Das ist die Motivation unseres Handelns. Vergessen wir nämlich nicht, dass die heutige Welt nicht die Welt Gottes ist.
Das haben die meisten Menschen total vergessen. Und deshalb handeln sie auch so, als ob heute Gott die Welt beherrschen würde. Aber das ist nicht der Fall. Die heutige Welt ist unter der Herrschaft Satans. Das darf man nie vergessen. Wenn uns heute Freunde oder Verwandte beschimpfen oder Mitmenschen, unsere Nächsten, wenn die undankbar sind, wenn die von Gemütsschwankungen heimgesucht werden, einmal himmelhoch jauchzen, so dann zum Tode betrübt sind, dann begreifen wir, dann verstehen wir, dass es höchstwahrscheinlich Satan ist, der Fürst, der in der Luft herrscht, der verantwortlich ist für diese Gemütsschwankungen. Und dass die Menschen das selbst begreifen. Nun, viele Menschen glauben heute gar nicht an den Teufel. Die meinen, das ist alles Mythologie, das ist natürlich nicht wahr. Wiederum, Franz Alb in seinem Buch Liebe ist möglich hat Folgendes geschrieben. Der größte Trick des Teufels besteht darin, uns einzureden, es gäbe ihn nicht. Das ist ein sehr guter Trick, das ist total richtig ausgedrückt. Die meisten Menschen glauben heute nicht an den Teufel. Und weil sie nicht an den Teufel glauben, glauben sie natürlich auch nicht daran, dass der Teufel in irgendeiner Weise Einfluss haben könnte auf ihr Leben. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen wir uns kurz einige Stellen an, die von der Existenz und dem Handeln des Teufels ausgehen. 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther Kapitel 4, angefangen in Vers 3. Paulus schreibt hier, ist nun aber unser Evangelium, unsere frohe Botschaft, unsere gute Nachricht vom Reich Gottes, ist nun aber unser Evangelium verdeckt. So ist es denen verdeckt, die verloren werden. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, nicht der Gott im Himmel, nicht der Vater des Sohnes Jesu Christi, sondern der Gott dieser Welt. Wer ist mit diesem Gott dieser Welt gemeint? Schauen Sie, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Andere Übersetzungen haben hier, dass sie nicht sehen das Licht des herrlichen Evangeliums Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Vers 5. Denn wir predigen uns nicht selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Schauen wir uns Kapitel 11 an. Kapitel 11 und Vers 3. Im gleichen Buch, 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 3. Paulus sagt, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Wer ist die Schlange? Nun, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Er fürchtet, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Also hier ist eine Macht, die beschrieben wird, die dazu beiträgt, dass sogar wahre Christen abgewendet werden können, von der Lehre Jesu Christi. In Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 2. Auch ihr, wahre Christen werden hier angesprochen, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Hier wird Satan beschrieben, der Teufel, die Schlange, ein Geistwesen, der in der Luft herrscht, der durch die Luft herrscht, der durch die Luft seine Emotionen den Menschen weitergibt, den Ungläubigen. Er ist am Werk, kontinuierlich. Und die Menschen verstehen dies nicht, die Menschen wissen dies nicht, die Menschen begreifen nicht, wie sie auf einmal eine gute Laune haben können und dann plötzlich eine ganz schlechte, die irgendwie aus unbegreiflichen Gründen heraus entsteht. Hier ist die Erklärung. Hier ist die Erklärung, aber die Menschen verstehen nicht, dass es einen Teufel gibt, der diese Gemütsschwankungen herbeiruft. Schauen wir uns in Kapitel 6 vom Epheserbrief die Verse 11 und 12 an. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Paulus befürwortet nicht einen Krieg, einen wirklichen Krieg mit anderen Menschen. Aber wir haben mit Mächtigen und Gewaltigen zu kämpfen. Aber wer ist das? Nämlich mit den Herren der Welt. Wie ich sagte, diese Welt ist unter der Herrschaft des Gottes dieser Welt, Satan, des Teufels und seiner Dämonen. Wir haben zu kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt,
die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Paulus war sich bewusst, dass wir einen ständigen geistlichen Kampf führen müssen gegen den Teufel und seine Dämonen. Die meisten Menschen haben davon keinerlei Ahnung und verstehen von daher auch nicht, wie sie manchmal so handeln können, wie sie es tun. Oder warum andere Menschen so handeln können, wie sie es tun. Schauen wir uns auch im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2 an. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 24 bis 26. 2. Timotheus 2, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann, der Undank ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott, und diesmal ist jetzt der wahre Gott gemeint, der Gott des Himmels, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe oder Reue gebe, eine Gesinnungsänderung gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Schauen Sie, der Teufel hat die gefangen genommen. Der Teufel hat die ganze Welt gefangen genommen. Die meisten Menschen wissen nicht, dass der Teufel die Welt sozusagen gekidnappt hat. Und die ganze Welt vollführt den Willen des Teufels, ohne dass sie dies verstehen. Und deswegen haben wir die Probleme dieser Welt. Deswegen haben wir die Kriege dieser Welt. Deswegen haben wir diese Wirtschaftsprobleme dieser Welt, die daher beruhen, weil wir uns den Ideen des Teufels vertraut gemacht haben und nicht so gelebt haben und nicht so vorangegangen sind, wie uns das Gott vorschreibt. Schauen wir uns in 1. Johannes Kapitel 5 an, was damals schon der Apostel Johannes uns gesagt hat. Das gilt heute so gut wie damals. 1. Johannes 5 und Vers 19. Da heißt es, wir wissen, dass wir, und er spricht hier von bekehrten Christen, die den Heiligen Geist Gottes empfangen haben, wir wissen, dass wir von Gott sind. Und die ganze Welt liegt im Argen. Die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Teufels. Und Gott hat uns aus der Welt herausgerufen, sodass wir einer neuen Regierungsform, der Regierungsform Gottes, untertan sein können, damit wir Gott untertan sein können. Aber nur wenige sind heute berufen. Deswegen werden wahre Christen heute die Erstlinge genannt, die Erstfrüchte. Die meisten Menschen heute haben davon keine Ahnung. Und sie leben nach wie vor unter der Herrschaft des Teufels. Die ganze Welt liegt im Argen. Und schauen wir uns an, was uns in Offenbarung Kapitel 12 gesagt wird. Denn hier wird auch wiederum bestätigt, dass die ganze Welt im Argen liegt. Egal in welchem Land sie leben mögen, das hat gar keinerlei Bedeutung. Die ganze Welt wird von den Fürsten der Finsternis beherrscht. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange. Wer ist diese Schlange? Die Schlange, die Eva verführte. Die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Schauen Sie, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und seine Engel, die dann Dämonen wurden, wurden mit ihm dahin geworfen. Und nun schauen wir uns Vers 12 an. Wenn dies geschieht, wenn der Teufel und seine Dämonen aus dem Himmel auf die Erde zurückgeworfen werden, was geschieht? Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen, die Engel. Wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Schauen Sie, Satan verführt die ganze Welt. Satan ist der Zornige, der einen großen Zorn hat, der Streit beginnt, der natürlich dann auch versucht, die Menschen dahin zu beeinflussen, Streit zu beginnen, der sie abbringen will vom Frieden, der verhindern will, dass sie Frieden stiften, der sie dazu motiviert, Kriege zu führen. Er hat einen großen Zorn. Denn er weiß, dass seine Zeit hier auf Erden, wenn er auf dieser Erde, solange er noch auf dieser Erde herrschen kann, dass diese Zeit kurz bemessen ist. Er weiß das. Wissen wir das auch?
Wenn wir uns die Welt heute anschauen, dann müssen wir zugeben, dass die Situation in dieser Welt katastrophal ist. Wie lange kann diese Welt noch weiter bestehen? Jesus Christus hat uns gesagt, dass zu Ende der Zeit, wenn er zurückkommen wird, die Welt eine solche große Trübsal, eine solche große Bedrängnis erfahren wird, wie es noch nie vorher der Fall gewesen ist. Und er sagt, wenn es nicht um der Auserwählten Willen geschehen würde, würde kein Mensch gerettet werden, kein Mensch würde am Leben bleiben. Aber um der Auserwählten Willen, sagt Christus, würden diese Tage verkürzt werden. Wer bringt diese große Trübsal zustande? Die Bibel sagt, es ist der Zorn Satans. Satan wird derjenige sein, der hinter dieser großen Trübsal steht, der versuchen wird, die Menschen, die gesamte Menschheit, durch einen allgewaltigen, allumfassenden Krieg zu zerstören. Und so benutzt Satan heute auch die Menschen dazu, um andere geistlich zu zerstören. Andere, damit sind sie und ich gemeint. Diejenigen, die herausgerufen worden sind aus dieser Welt. Satan mag das natürlich nicht. Der mag natürlich nicht, dass wir seine Herrschaft verlassen haben, dass wir seine Herrschaft den Rücken gekehrt haben und uns unter die Herrschaft Gottes gestellt haben. Und nun schauen wir uns an, wie Satan vorgeht. In 2. Korinther Kapitel 2. 2. Korinther Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch, sagt Paulus hier. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn es ist uns wohl bewusst, was er im Sinn hat. Schauen Sie, er hat im Sinn, uns zu vernichten, geistlich gesehen. Wie kann er das tun? Indem er uns dazu motiviert, anderen Menschen nicht zu vergeben. Christus sagt, wenn ihr anderen nicht vergebt, dann werdet ihr auch keine Vergebung von Gott erlangen. Schauen wir uns Epheser Kapitel 4 an. Wiederum, wenn wir dazu motiviert sind, anderen nicht zu vergeben, wenn wir dazu motiviert sind, mit anderen nicht in Frieden leben zu wollen, dann sollten wir uns die Frage stellen, wer hat diese Motivation in uns erzeugt? Epheser Kapitel 4, die Verse 26 und 27. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Schauen Sie, wenn wir zornig sind, dann sollten wir uns bemühen, eine neue friedliche Beziehung mit dem wir zornig sein mögen, herzustellen, bevor noch der Tag endet. Wenn wir das nicht tun, dann geben wir nämlich Raum dem Teufel. Dann kommt nämlich der Teufel und der wird uns dann weiter immer Motivationen eintrichtern wollen, die uns dann sagen, ja, der ist ja auch im Unrecht oder die ist ja auch im Unrecht und mit der will ich ja auch nicht und mit dem will ich ja auch nicht weiter in Frieden leben. Und das ist genau das, was Satan will und das ist genau das, was Paulus sagt, dass wir nicht zulassen dürfen. In seinem Buch Liebe ist möglich schreibt Dr. Franz Alt Folgendes. Heute leben wir richtig, wenn wir so leben, als wäre dieser Tag unser letzter. Dann leben wir in großer Bewusstheit. Dann legen wir uns am Abend nie im Streit ins Bett, auch wenn wir uns am Tag noch so sehr miteinander gestritten haben. Eine andere Formulierung als das, was Paulus hier sagt, aber der Sinn ist genau der gleiche. Und wenn wir dies tun würden, dann würde das auch unserer zwischenmenschlichen Beziehung sehr helfen. Wenn wir aber unserem Zorn freien Lauf lassen und auf unseren Zorn uns abstellen und weiter hindurch verfolgen wollen, dann wird es unserer zwischenmenschlichen Beziehungen nicht helfen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Lesen wir die Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, euer Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.
Schauen Sie, der Teufel ist darauf aus, uns geistlich zu verschlingen, geistlich zu vernichten, wie ein brüllender Löwe umherstreift, um zu sehen, wo er ein Opfer finden kann, das er verschlingen kann. Hört sich nicht danach an, dass Petrus nicht an die Existenz des Teufels geglaubt habe, wie heute die meisten Menschen die Existenz des Teufels ablehnen. Wenn man das tut, kann man diese Stellen, kann man das, was in unserem Leben vorgeht, nicht verstehen. Schauen wir uns auch 1. Johannes an, Kapitel 3. 1. Johannes, Kapitel 3 und Vers 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass wenn Sie sündigen, wenn Sie das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes übertreten, denn Sünde wird ja definiert als die Übertretung des Gesetzes Gottes, dass Sie dem Teufel nacheifern? Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wie? Indem er durch seinen Geist in uns wohnen kann. Und sein Geist, der Heilige Geist Gottes, kann uns die Kraft geben, nicht zu sündigen. Die Sünde im Fleisch zu überwinden. Die Werke des Teufels zu zerstören. Jakobus Kapitel 4 und Vers 7. Jakobus Kapitel 4 und Vers 7 sagt uns, dass dies möglich ist. So seid nun Gott untertan, heißt es hier. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Letztendlich, nicht sofort, aber wenn wir uns immer wieder den Attacken, den geistlichen Attacken des Teufels widersetzen, so muss er letztendlich von uns fliehen, weil er in uns ja kein Opfer mehr finden kann, das er benutzen kann. Gott gebietet uns fortgesetzt, Menschen zu helfen, unsere Eltern zu ehren, unsere Kinder zu achten, unsere Ehepartner und Mitmenschen freundlich zu behandeln, selbst wenn sie uns Unrecht tun. Selbst wenn sie undankbar sind, selbst wenn sie uns beleidigen oder verfolgen. Schauen wir uns eine interessante Stelle im Alten Testament an, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23. Da wurde bereits schon dieses Prinzip zum Ausdruck gebracht. Und wie wir ja bereits schon gesehen haben, ist die Lehre des Alten wie des Neuen Testamentes identisch. Die stimmen ja miteinander überein. Und so sagt Gott hier im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 4 und 5. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen, dem Tier auf. Und schauen Sie, was eine solche Handlung für eine Reaktion in dem Widersacher erbringen kann. Wenn der jetzt Hilfe braucht und sie, der als der Feind des Widersachers angesehen wird, der hilft dem. Das ist der Weg Gottes. Das ist die Motivation, das ist die Bedeutung, die allen dem zukommt, wie man Frieden stiften und bewahren kann. Und wir tun dies für Gott, weil Gott uns das sagt, weil es das Richtige ist. Es kann vielleicht lange dauern oder länger, es mag vielleicht noch nicht einmal in diesem Leben geschehen. Aber einmal werden die Menschen, die von uns unausgesetzt Hilfe erhalten haben, trotz ihrer Kritik, trotz ihrer Schmähungen, trotz ihrer Angriffe, trotz ihrer Verleumdungen, die werden eines Tages erkennen, dass es Gott in uns war, der uns diese Kraft gegeben hat, das für sie zu tun. Und wenn sie das erkennen, dann werden sie Gott dafür ehren. Und darauf läuft es hinaus, darauf kommt es an. Schauen wir uns das in Matthäus Kapitel 5 an, das ist genau das, was Christus uns gesagt hat. Er zeigt, wie wir leben müssen und er zeigt uns aber auch, warum. Matthäus Kapitel 5 und Vers 16. Matthäus Kapitel 5 und Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euch dafür preisen. Ja, das sagt er aber nicht. Das sagt er. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Darauf kommt es an. Sie werden Gott dafür preisen, wenn sie eure guten Werke sehen, weil sie eben erkennen werden, dass Gott es war, der uns die Motivation und die Kraft gab, selbst in schlimmen Zeiten gute Werke zu tun. Schauen wir uns Titus an, Kapitel 2.
Titus, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Titus, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Die selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Schauen Sie, darum geht es, dass man auf eine solche Weise lebt, dass man in gerechter Weise zumindest nicht Verfolgungen ausgesetzt wird. Wenn wir Verfolgungen ausgesetzt werden, dann um unserer Gerechtigkeit willen. Das ist das, worauf es hinausläuft. Aber wenn andere uns verfolgen, dann tun sie das, weil sie gegen uns lügnerisch vorgehen. Das ist zumindest die ideale Situation. In 1. Petrus Kapitel 2, in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, und wir sind ja heute Fremdlinge und Pilger auf dieser Erde. Wir sind nicht solche, die an den Kriegen dieser Welt teilnehmen, die aufgrund von patriotischer und nationalistischer Gefühle heraus für unser Land kämpfen und damit unsere Feinde im Kriege töten. Nein, wir sind Pilger und Fremdlinge auf dieser Erde. Und er sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Also nicht unbedingt sofort, aber es wird geschehen. Wenn sie vielleicht heimgesucht werden von Gott, vielleicht kommen sie dann zu der Erkenntnis. Moment, da war ja jemand, der hat ja alle diese Dinge bereits damals getan mir gegenüber, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Vielleicht kommt dann die Erkenntnis, dass Gott einen solchen Menschen motiviert hat und vielleicht kann dann auch ein solcher, der dann heimgesucht wird, diese Erkenntnis erhalten. Vers 15 und 16 im gleichen Kapitel. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als die Freien. Und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Schauen Sie, wir sind frei geworden von der Herrschaft Satans. Wir sind frei geworden von der Sünde. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir, weil wir jetzt frei sind, weiterhin sündigen könnten, sondern wir wurden Knechte Gottes. Wir werden jetzt als solche betrachtet, die Gott und seinen Geboten untertan sind. Und so ermahnt uns Paulus, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen sollen, sondern dass wir das Böse durch das Gute überwinden müssen. Anstatt mit gleicher Münze heimzuzahlen, sollen wir, wie wir gelesen haben, glühende Kohlen auf das Haupt des uns schmähenden, undankbaren Nächsten häufen. Mit anderen Worten, wir sollen ihm durch unsere guten Taten die Röte der Scham ins Gesicht treiben. Christus sagt es über unseren Feind. Wie viel mehr gilt das dann für unsere Verwandten, für unsere Freunde, für unsere Ehepartner? Christus sagt, wenn dein Feind, der dir übel will, dich verleumdet, wenn der dich schmäht, wenn der deinen Namen durch den Dreck zieht, wenn der deine guten Taten mit Undank und sogar Verfolgung belohnt, wenn dieser dein Feind dann hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn dieser dein Feind dürstet, dann gib ihm zu trinken. Wenn er in Not ist, dann hilf ihm. Wie ist das total unterschiedlich von dem, wie wir heute als Menschen und als Nation leben? Wenn wir so gehandelt hätten, dann hätte es nie einen Ersten Weltkrieg, einen Zweiten Weltkrieg, einen Vietnamkrieg, einen Koreakrieg, einen Irakkrieg, einen Afghanistankrieg gegeben. Wenn wir so handeln würden, würde es auch niemals zu einem Dritten Weltkrieg kommen, der allerdings in der Bibel prophezeit ist, einem nuklearen, atomaren Weltkrieg, weil die Menschen eben nicht so leben wollen, wie uns Christus dies gesagt hat. Aber wenn wir so leben, wie Christus es uns gesagt hat, dann ist das gut für uns selbst, für unsere Charakterbildung. Denn wir werden dann so, wie Gott ist. Und Gott spendet ja seinen Segen über Gute und Böse, wie wir gelesen haben. Augustinus hat einmal gesagt, man soll die Feinde lieben, nicht weil sie schon Brüder wären, sondern damit sie Brüder werden. Gott gebietet uns,
die Fehler und die Schwächen unserer Mitmenschen zu übersehen, inklusive ihrer Undankbarkeit. Er gebietet uns nicht, nachtragend zu sein, auch wenn sie es uns gegenüber sind. Und so schauen wir uns kurz noch einige Stellen im Alten Testament an, in Buch Sprüche, Kapitel 10. Sprüche, Kapitel 10 und Vers 12. Eine Stelle, die nachher im 1. Petrusbrief zitiert wird. Aber sie befindet sich bereits hier schon im Alten Testament. Und einige meinen ja, das Alte Testament sei heute abgeschafft, da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern, was eine irrtümliche Auffassung das ist. Sprüche 10 und Vers 12. Da heißt es, Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Sprüche 17, Vers 9. Sprüche 17, Vers 9. Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft oder Frieden. Wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins. Wie das Erich Kästner einmal treffend formuliert hat, als er schrieb, wenn über eine alte Sache mal endlich Gras gewachsen ist, kommt irgendein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Seien Sie nicht das Kamel. Lassen Sie alte Sachen begraben. In Sprüche 19 und Vers 11. Sprüche 19 und Vers 11. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Und es ist seine Ehre, dass er Verfehlung übersehen kann. Ist es Ihre Ehre, dass Sie Verfehlungen anderer übersehen können, oder sind Sie so nachtragend, dass Sie nach 20, 30 Jahren immer noch auf Verfehlungen, die vor vielen Jahren geschehen sind, zu sprechen kommen? Prediger Kapitel 7. Prediger Kapitel 7, die Verse 21 und 22. Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man sagt, dass du nicht hören müsstest, wie dein Knecht dir flucht. Denn dein Herz weiß, dass du anderen auch oftmals geflucht hast. Und wir wollen ja Vergebung erhalten für Sünden, die wir begangen haben, inklusive dem Verfluchen anderer. Und deswegen sagt uns der Prediger hier, so achtet auch nicht darauf, was die anderen über euch sagen mögen, denn ihr habt ja auch ähnlich gehandelt. Karl May schrieb in Lichte Höhen, kleine Menschen treiben alles ihnen Unangenehme ins Große und Schlimme. Große Menschen sehen das Schlimme an ihren Mitmenschen entweder klein oder gar nicht. Erinnern wir uns, wir sind nicht die Richter anderer Menschen. Nur einer ist der Richter und das ist Gott. Und er hat alles Gericht seinem Sohn Jesus Christus übertragen. Wir wissen nicht, wir können nicht wissen, was die jeweiligen Motivationen und Emotionen ausgelöst hat, die unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Verwandten, unseren Ehepartner zur Undankbarkeit oder vielleicht sogar zum Hass geführt haben. Seien wir barmherzig. Denken wir daran, dass wir auch manchmal so gehandelt haben, wie vielleicht jetzt der andere handelt. In 1. Korinther Kapitel 4. In 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 5. Lesen wir Folgendes. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Bedenken wir erneut, meine Damen und Herren, Satan ist der Zerstörer. Er ist der Mörder, er ist der Lügner, er ist der Feind Gottes und aller Menschen. Er ist der Hauptverantwortliche. Denken wir an das Beispiel Jesu Christi, als er am Kreuz hing, wie er zu Gott, dem Vater, gebeten hat. Und er hat gefleht und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war bereit, seinen Mördern am Kreuz zu vergeben. Seien wir barmherzig, seien wir gnädig, seien wir gütig, wie uns unser himmlischer Vater geboten hat. Seien wir willens, Verfehlungen zu übersehen. Und seien wir Gott dafür dankbar, dass er uns unsere Sünden vergibt. Dass er unseren Sünden gegenüber nachsichtig ist. Und zeigen wir Gott unsere Dankbarkeit dafür, dass wir fortfahren, den Undankbaren Gutes zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich verbleibe, Ihr Norbert Link, für die Predigt, die von der Kirche des ewigen Gottes, The Church of the Eternal God, produziert wurde.